Willkommen zurück zu Genshin Impact. Das letzte Mal hatten wir ziemlich Glück, denn wir haben vier neue Charaktere gekriegt. Das war wirklich krass. Und zwar haben wir Kitching, Diona und die süße Noelle. Und wir haben noch Sayu, aber wir können ja nur vier Leute mitnehmen und eigentlich tausche ich ungern Chi aus. Und wie immer könnt ihr hier bei Truppen die Charaktere wechseln. Ich weiß gar nicht, was das hier ist, aber hier seht ihr nochmal Kitching, Diona und Noelle. Ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht. Ich meine, Kitching ist richtig ausgesprochen, deswegen wundert euch nicht. Wir gehen jetzt in das Fatui-Versteck und holen uns die heilige Leier der Himmel zurück. Hole die heilige Leier der Himmel zurück. Der Scherz von Mondstadt und damit die Kraft des Windgottes darf nicht in die falschen Hände geraten. Besiege die Wächter und hol die heilige Leier der Himmel zurück. Uns fehlt allerdings Pyro. Das heißt, wir müssen da noch mal jemanden tauschen und die Amber mit ins Boot holen. Denn ich weiß gar nicht, ob man die Mission auch dann ohne das fehlende Element starten kann, aber es wäre halt, ist eigentlich auch schon ziemlich dämlich, weil häufig gibt es da so Elementarsachen. Wenn das Spiel das schon empfiehlt, dann sollten wir das auch machen. Ich glaube, ich tausche aber gerade nochmal, weil das ja alles zum Teil neue Charaktere sind. Jetzt brauche ich noch Kryo. Okay, ja, ist auf jeden Fall Level 18, das ist ziemlich gut. Aber ich finde die Rosaria auch richtig stark. Die hat nur Level 13. Ja, es macht This mehr will be Sinn mit interesting. Kaya. Und, okay, ich sollte Elektro mitnehmen, aber ja, mit Lisa, je nachdem. Ah, ihn haben wir auch noch kaum ausprobiert, aber das ist jetzt auch nicht die richtige Zeit. Wir behalten mal Kitching und gucken mal, wie das Ganze sich verhält und wie es dann im Versteck der Fatui aussieht. Weil irgendwas geht da gerade Komisches ab. Es ist alles ziemlich spannend und interessant, aber irgendwas ist da im Busch. Oh! Dialog! Und er hat eine Maske an. Okay, dann gucken wir uns kurz Dialog an. Den können wir anscheinend ausprobieren. Der ist Pyro. Wer hätte es schon anders sich denken können mit dem feuerroten Haar? Oi, der hat einen Zweihänder. Das ist natürlich ziemlich krass. Na gut, Artefakte sind schon drauf. Hat aber eine Eule als Sternbild. Das ist interessant. Warum eine Eule? Na, die ganzen Talente. Aber er ist ja eh nur zum Ausprobieren. Aber ich finde das immer ganz schön, dass man die Charaktere ausprobieren kann. Einfach damit man sie mal gespielt hat. Ich muss sie ja nicht unbedingt alle in meinem Kader haben. Dailag, am 30. April geboren. Weingut Morgenröte. Göttliches Auge Pyro und Noctuas das Sternbild. Der reiche Junggeselle, der den größten Teil der Getränkewirtschaft in Mondstadt kontrolliert. Sein Reichtum, seine Eleganz und seine Fähigkeiten sind bewundernswert. Ja, ihm gehört zumindest die Taverne. Die ist ja gern gesehen in Mondstadt. Und, ui, was war das für ein Geräusch? Und da sind. Oh, cool. Waren wir das etwa? Das ist ja mega. Aber können wir da jetzt einfach so rüber? Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Ja, gut, komm, Kaya, ja, dann mach mal. Ja, das hat nämlich das letzte Mal schon mal gut geklappt. Oh, okay, die. Das war gar nicht mehr mit Dialog. Da muss ich jetzt aufpassen und gucken. Ja, komm. Oh. Oh nein, Kea. Wow, das war knapp. Das war knapp. Das war wirklich knapp.
Ja, dann müssen wir ihn jetzt hier direkt heilen. Es war heikel von mir. Das hätte jetzt auch anders ausgehen können. Hier ist ja alles voller Spinnenweben, aber hier ist ein Geheimgang. Was ist denn hier? Eine Kiste, das ist schön. Ja, natürlich. Sehr schön, dann gehört die Truhe uns jetzt. Und hier ist alles voller Spinnenweben. Ich glaube, die Fatui haben ja schon lange nicht mehr aufgeräumt. So, ich möchte aber tatsächlich dann ein bisschen mehr mit Dialog spielen, wenn wir ihn schon ausprobieren können. Den Schatten hin. Oh! Frage den Wächter, um Informationen zu erhalten. Vielleicht sind wir deswegen auch so. Natürlich erkennt niemand Dialog mit dieser Maske. Ja, ich gucke erstmal hier. Hier ist noch eine Truhe. Okay, hier ist auch nichts. Ja, dann müssen wir, glaube ich, mit dem reden. No, no, no! Don't eat me! You're human? Ja. The entire floor's defenses have been broken. I thought it was the Abyss Order attacking. Oh, okay. Also Antwort 2 ist zumindest sehr, sehr lustig. Antwort 1 wäre ein bisschen dämlich zu sagen, aber. No, don't! I have valuable information. I'll tell you. Ja, immer her damit. We hid the lyre in the depths of these ruins. Ja, danke schön. Die suche ich auch. The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins, but don't come after me. Na, der verrät aber schnell seine Leute. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. Das werden wir. This guy looks like he's about to wet himself. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Einer der Elf, das ist schon mal irgendwo vorgekommen. Die haben sicher noch eine Bedeutung, diese Elf. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Oha. Okay. Das hört sich aber nicht so freundlich an. Da bestätigt ja auch unseren Eindruck, ne? Did he say Signora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Signora. The fact that the Fatui can run amok across the Seven Nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Okay, alles klar. Scheint unseren Eindruck von den Fatui zu bestätigen, dass das hier nicht so eine seriöse Gemeinschaft ist und anscheinend üben wir hier ziemlich Druck aus, ne? Was ist hier? Oh cool, das erinnert mich hier so an so ein The Legend of Zelda Tempel. Wo sollen wir denn als erstes hin? So, da müssen wir hier erstmal das aktivieren. Sehr schön. Ja, es bleibt spannend. So, hier ist noch jemand. Hallo. Ein gieriger Wächter. Okay. Who are you? How'd you get in here? Wir sind hier neu. Hallo. Wir haben auch eine Maske, so wie du. Oh Gott, das ist aber klein geschrieben. Wir sind Gesandte von der Gesellschaft für die Freundschaft zwischen Mondstadt Snesnaya und wollen nichts Böses. Ich muss dir nichts erklären, ergib dich. Als ob die
Ob die Freundschaft zwischen Mondstadt und Snesnaya? Na, das hat ja nichts zu interessieren. Like hell. The will of Snesnaya is as solid as the permafrost. I will not yield. Okay, der ist jetzt... Oh! Oh, ist das nicht die, die die Leier gestohlen hat? Die hat so einen Elektroschuss. Gibt's nicht mehr. So, tschüss. Schade. Hier ist kein Schlüssel. Okay, die Fatui scheinen hier nichts Gutes im Schilde zu führen. Aber sie haben gesagt, sie hätten Angst vor den Abgrundleuten, also scheinen die nicht zusammenzugehören. Das bringt mich gerade so ein bisschen zum Denken. Kann ich das hier irgendwie aufhebeln? Na, hier liegt auch noch Sand. Da müssen wir noch mal hier gucken, weil hier ist noch... Ah, hier ist noch was. Ah, da. Ah, jetzt ist die Tür auch zu, super. Oh, cool. Mega, mega cool. Seems like we turned this room inside out. But no key. Time to move on to another room. Sieht aus hier wie eine Bar. Da fühlt sich der Dialog direkt heimisch. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Signora darf uns nicht finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist hier? Noch mehr Sand und ein... Eine Treppe nach unten. Alles klar. Was ist hier? Ein Weißkohl. Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwas Wichtiges. Eine Möhre. Die Tür ist schon wieder hinter uns zu. Das heißt, wir können da gar nicht mehr raus gleich. Und noch ein Weißkohl. Okay, die Fässer gehen... Oh! Ein Schleim. Cool it! Dodge this. Oh nein, jetzt hüpfen sie da unten. Nein. Oh. Ah, die Möhre nehme ich. Ach, wetten, der ist jetzt in keinem Raum drin, wie immer.
Erinnert mich ein bisschen an den Waldtempel, so mit diesen vier Säulen und so. Das ist lustig. Nur so, wer The Legend of Zelda kennt. Oh, da ist noch so ein Typi. Hallo, feiger Wächter. Who are you? What are you doing here? Wovor haben die alle Angst? Das sind auch wieder gute Antwortmöglichkeiten. Los, ergib dich. Did you already beat all the other guards? Natürlich. What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid. Okay. Um den habe ich mich bereits gekümmert. Ist du nicht mal so? Dem bin ich überhaupt nicht begegnet. Er betrinkt sich in der Taverne zum Katzenschwanz. Ja, um den habe ich mich bereits gekümmert. Fine. Not like I have a choice anyway. Kampf? All right. You're free to go. I have the key here. You can head in from the hall outside, but don't tell anyone that it was me who gave you the key. Oha, noch einer, der seine eigenen Leute ein bisschen verrät. Okay. Wir haben den geheimen Schlüssel gekriegt. Wo ist der denn? Hier, geheimer Schlüssel. Ein Schlüssel, den die Fatui zuvor hüteten. Jeder andere Schlüssel öffnet auch dieser eine ganz bestimmte Tür. Das war jetzt einfacher. Sie sind ja ziemlich feige und haben auch ziemlich viel Angst vor Fremden oder auch vor ihren eigenen Leuten. Und da haben wir noch die reine Dualenträne. Oh, sehr cool. Da sitzt noch ein Hilichul. Warum haben die hier Hilichule gefangen? Wie so ein Äffchen im Zoo. Warum sitzt da einer? Aber na gut, vielleicht ist der ja auch ein Fatui. So, können wir jetzt hier hin? Ja. Und die Tür öffnet sich. Mal sehen, ob wir dahinter die heilige Leier finden oder... Nee. Ich glaube, hier ist alles zu. So. Oh, ein Aufzug. Ja, das habe ich mir gedacht. Senor is not going to tolerate this kind of interference in our affairs. Okay. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Ich glaube, dahinter war die heilige Leier. So, wo ist denn jetzt der Gegner? No escape. Oi. Freeze. Prepare yourself. Don't push your luck. Oh, so sorry. Leaving so soon. Don't push your luck. Der verschwindet immer. Und dann macht er so Duplikate. Oh, ey. Oh, oh. Der ist stark. Ach, Mist. Hey, go, go, Baron Bunny.
Aber da fällt er drauf rein, das ist ja sehr witzig. Dodge this! Oh nee. Oh, das sieht so cool aus. Boah, der war hier stark. Jetzt geh doch mal. Oh, die ist gut. Die zieht viel ab. Können wir es jetzt beenden? Yes. Alles klar, da ist die heilige Leier. Wir müssen uns erstmal ein bisschen heilen. Nicht, dass wir doch nochmal angegriffen werden. Das hat uns irgendwie nicht geheilt. Ich habe gar nicht richtig gelesen, wofür das ist, aber... Aha, erhöht die KT aller Truppenmitglieder. Ja gut, das war aber blöd von mir jetzt. So, die heilige Leier der Himmel. The liar is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Oh yeah, oh yeah. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. Auftragsziel Tavard. Oh, so viel kann ich gar nicht lesen auf einmal. So, heilige Leier der Himmel. Der früher von Barbatos, dem Animo-Schatz, gehüteten Schatz, hat seine Animo-Kraft längst verloren. Oh, die sieht wirklich ein bisschen mitgenommen aus. Wie vertue ich nur damit vor? So, in Händen ein Schatz. Bring die heilige Leier mit zur Taverne. Gut, dann machen wir uns gleich auf den Weg zur Taverne auf jeden Fall zurück. Aber ich sehe noch, dass da neue Sachen dazugekommen sind. Köchin auf Jagd. Nähere dich dem Mädchen im Wald. Okay. Das machen wir auf jeden Fall bald mal.
Und jeden Tag ein Abenteuer. Das sind so ganz normale Aufträge. Da müssen wir mit Catherine von der Abenteurergilde sprechen. Mal sehen, was die uns zu sagen hat. Aber es füllt sich hier auch langsam so ein bisschen mit diesen Aufträgen. Das ist ja immer ganz spannend, was es da so zu erledigen gibt. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hier ist ja alles verschlossen. Was ist das hier? Ah, hier kann ich raus. So, bring die heilige Leier mit zur Taverne. Jetzt haben wir hier wirklich rares Gut in unserer Tasche. Das dürfen wir uns nicht überfallen lassen. Aber wir haben hier auch was freigeschaltet. Und zwar sind Plasmalampen noch in Mode. Ein Elektro-Sissin-Zauberschild. Okay, wir haben irgendwie hier alles zu 100% von dieser Herausforderer-Reihe 1. Das ist doch schon mal schön. So, ich möchte aber natürlich auch ein paar neuere Charaktere mal ausprobieren. Mit Kijing war ich schon richtig froh. The hunt begins. So, es muss sich ja auch lohnen, wenn man Charaktere zieht, dass man die dann auch ausprobiert. Und ich bin so froh, dass ich Kijing habe. Weil die so süß ist und die hat jetzt auch echt eben geholfen. Ja, ich bin noch ein bisschen von der Taverne entfernt, aber vielleicht nehme ich das Ganze jetzt auch als Anlass, um nochmal hier so ein bisschen rumzugucken. Gibt es ja noch einiges zu entdecken. Also wirklich einiges. Wasserlilie. Die Geschichte bleibt auf jeden Fall spannend, je nachdem, was die Fortuita jetzt so vorhaben. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier neue Charaktere habe. Oh! Das war ein bisschen Fleisch für mich. Das tut mir zwar leid, aber so ist es. So, da oben ist, glaube ich, sowas wie eine Herausforderung oder so. Ja. Öffne innerhalb von 30 Sekunden die Truhe. Welche Truhe? Hä? Also hier ist ja gar kein Wegweiser. Welche Truhe? Die da. Hinten. Na super. Wie soll das denn gehen? Aber ist nicht schlimm. Ich markiere mir hier den Ort. Dann kann ich vielleicht später, wenn ich etwas stärker bin oder mehr Plan habe, nochmal hierhin zurück. So, da oben ist ein Anemoculus.
Wow, nur einem der zwei Hände, das ist ja schon lustig. Da ist der dritte. Ja, irgendwie klappt das aber nicht. So, jetzt. Na komm, warum geht das nicht? Das war doch jetzt perfekt. Yes. Soll ich's wagen? Speed of light. Blink. Let me amuse myself a little. Schon wieder hier die Diebin. Die nervt aber ordentlich. I must leave no stone unturned. Yes. Shine. Tschüss. That's everything. On to the next. Nebelgraspollen. Was? Da habe ich so einige neue Dinge gekriegt. Aber hier die Nebelgraspollen, diese Pollen entstehen in geschlossenen Behältnissen von Nebelgras und sind ein Leckerbissen für Cicine. Ach, Nebelgras. Ich habe die ganze Zeit Nebelgas gelesen. Nebelgraspollen. Ach, jetzt kommt wieder diese schöne idyllische Musik. Und es ist so, als wäre nie etwas passiert, aber mich interessiert das jetzt wirklich wahnsinnig, was die Fatui da gerade im Schilde führen. Und natürlich auch die Abgrundmagier anscheinend, stehen die nicht in Relation zueinander. Was ist das? Ein Kristall? Berühre die Stelle, an der die Elementarenergie austritt. Oh! Besiege alle Gegner. Oi, oi, oi. Yep.
Jo. Komm. Leave it all to me. Ah, ich glaube, dass die Noelle gerade ganz gut. Ah, fantastisch. Nerven immer. Oi, 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 oi. Oh, 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 oh. Da ist er aber geflogen. Na komm schon. Steady as stone. Was ist das denn? Was soll das? With sword comes shadow. Die war aber jetzt hartnäckig, meine Güte. Rühre die Blüte des Flusses der Elemente. Aktiviere die Blüte des Flusses der Elemente, um die Schätze der Herausforderung einsammeln zu können. Dafür wird Folgendes benötigt. Ursprüngliches Harz 20 Mal. Willst du die Blüte aktivieren? Wir haben da oben 160 von 160. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt schon wieder hier ist. Zerbrechliches Harz. Hm. So, ein bisschen heilen. Denn da haben wir gerade echt was abgekriegt. Aber vielleicht lohnt es sich einfach gleich nochmal zu wechseln. Aber noch möchte ich das Ganze etwas auskosten. Die ist ja wirklich cute. Was ist denn da? Ein Schlucht. So, ein bisschen klettern, mal ein bisschen erkunden. Ja.
Das war wohl nichts. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, die ist noch nicht freigeschaltet. Die kann man aber auch erst ab einer bestimmten Abenteurerstufe aufschlüsseln. Dann muss ich wohl ein bisschen weitersuchen. So, dann machen wir uns jetzt langsam mal auf den Weg zurück zur Taverne. Denn das ist ja unser eigentlicher Zielort. Ich möchte nämlich jetzt wissen, was die Fatui damit auf sich haben und dieser Abgrundclan und ja, ich möchte wissen, was es da für Geheimnisse gibt. So, alle treffen sich wieder bei Dailak. Wie immer bin ich ein bisschen orientierungslos, aber jetzt wird es mir ja sehr schön angezeigt. Anything the knights can do for you? So, der hat hier sicher ein Item für uns. Hier, nimm einen und setz dich. Ich verspreche dir, es wird dir gefallen. Ich höre es irgendwie die ganze Zeit hecheln auf einem Ohr. Ich weiß nicht, ob da in der Nähe ein Hund saß oder einer einfach sehr gierig gegessen hat. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Meine Fans? Das hat er aber nicht gesagt. Er hat nur gesagt, willkommen zurück. This is the holy liar. You managed to retrieve it. Ja, warum war der nicht dabei? The pattern of flowing wind carved on the rosewood and the strings still feel cool to the touch too. Ugh, the memories. Okay. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Stimmt, oder? Although this liar is the real thing, I doubt that it's going to work. Warum? Wir haben sie doch jetzt gut. As you can see, the liar has been through a thousand years of history. Its animal power has run dry. Ja, okay, das ist verständlich. Und jetzt? In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Okay, das war ein bisschen. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Ja, da hat. Is that really important right now, Master Diluc? Die sie ihn immer Meister nennt. And you! Did you just borrow the holy liar to play music for drunkards to hear? Ich hoffe nicht. What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. Was denn noch? The lyre itself is fine, but the strings. You're up, Outlander. Was mit mir? Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animal power has greatly diminished. Okay. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Ja. Haben uns eben noch angesehen. Great. Try to use it on the holy liar. Okay, wir können es ja mal probieren. Oh. Okay, das war cool. Work as expected.
This youthful glow. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Praising yourself? Really? I was talking about the Holy Lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Lyre won't continue to lose power. Sehr gut. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. Ach, wie sollen wir das denn machen? Nein, nicht schlagen. Das ist ja fies. I can surmise that D'Valin will already be crying. Suffering alone in some deserted place. Okay, wie das Lied. D'Valin. Poor baby. Oh. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you. Oh yeah, bitte. Is that all you're going to do? Just sing? Yeah, that's wouldn't recht. Be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. Ach, Straßenmusiker ist aber jetzt komisch übersetzt, weil es ist ja keine Beleidigung oder so, ein Straßenmusiker zu sein. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Oh. What was it? A cup used by Barbados? No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare. It was a vial which contained the Animo God's breath. Okay. Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well. They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. Can't give up. In response, I just bought everyone I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date. Whoa. And the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Anscheinend. Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. Sure, you can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Okay. So, da sind wieder neue Regeln, neue Erklärungen. Ursprüngliches Harz. Mit ursprünglichem Harz kann der versteinerte Baum innerhalb von Sphären aktiviert werden, aber auch verschiedene Blüten des Flusses der Elemente, wodurch du Schätze erhältst. Okay. Das verbrauchte ursprüngliche Harz wird langsam mit der Zeit bis zum Maximum wiederhergestellt. Du kannst es aber auch mit Urgestein wieder auffüllen. Das ist wahrscheinlich nicht nötig, da irgendwelche Ingame-Käufe zu leisten. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die heilige Leier jetzt zurück haben. Aber vergossene Tränen, geht zum Tempel der 1000 Winde. Die heilige Leier der Himmel ist in keinem guten Zustand mehr. Mit Hilfe der Dualenträne konntet ihr aber einen Teil der Animokraft wiederherstellen, um die gesamte Kraft der Leier wiederzuerlangen. Müsst ihr noch mehr Dualenträne aufspüren. Okay, Tempel der 1000 Winde.
Dann versteckte Träne, Gelöbniskap und geraubte Träne an der Schlucht. Deine Spuren sind überall um Mondstadt herum verstreut. Eine Träne ist in die Ruinen im Wald gefallen. Die unreine Dualenträne hat sogar Hillyschule angezogen, die ihr erst beseitigen müsst. Geht zum finster Sonnenstamm in der Dadaupa-Schlucht. Alles klar, wir müssen es auf der Reise oder auf den Weg nach drei Tränen begeben. José mit den sechs Fingern. Hey, hallo mein Freund. Sechs Finger? Ich sehe da deutlich mehr. Man sieht, du hast Geschmack, wenn du vor mir stehen bleibst. Wie sieht's aus? Hast du Lust, meinem neuesten Werk zu lauschen? Ich habe wirklich alles dafür gegeben. Jemand, der so ähnlich aussieht? Ein Verwandter von dir? Trinkt diese Person denn gerne mal ein Gläschen? Ich glaube nicht. Freunde von gutem Wein findet man für gewöhnlich im Mondstadt. Und wenn man sie nach einer Tavernenempfehlung fragt, so wird man sicher Engelsgabe als Antwort bekommen. War das ein Hinweis? Ich passe genau auf, wer die Engelsgabe empfiehlt. Schließlich muss ich ja ein Auge auf potenzielle künftige Kundschaft halten. Sollte jede Person jedoch keinen Alkohol trinken, dann habe ich auch keinen Plan mehr. Tut mir leid. Na gut. So, ich will auch gar nicht mit dem reden. Hallo. So, danke. Oder ob er sechs Finger in einer Hand hatte, weil insgesamt sechs Finger hatte er nicht. Naja, egal. Sehr, sehr spannend. Bleibt spannend mit den Tränen. Was haben die Fatui vor? Es ist wirklich gut inszeniert, muss ich sagen. So, wir sind jetzt im Nachtleben von Mondstadt und... Okay, da ist der Tempel der Tausend Winde. Das ist zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. Ich glaube, hier waren wir auch noch gar nicht, weil hier ist auch nichts zum Hinteleportieren. Aber es macht vielleicht Sinn, sich dann hier zum Tempel des Wolfs zu teleportieren. Dann haben wir es nicht so weit. Weil hier das haben wir noch nicht aktiviert. Das können wir nur verfolgen, genau. Was ist denn so da drumrum? Das müssten wir uns dann auch nochmal angucken. So, das ist natürlich sehr praktisch hier. Dann haben wir hier auch ein bisschen die Möglichkeit, wieder die anderen Charaktere auszuprobieren. Dann nehmen wir mal auch die Sayu. Auch nicht so süß. Die ist ein weiterer Anemo-Charakter und die sieht wirklich, wirklich cute aus. Mit ihrem Schwänzchen und den Öhrchen und dem Blatt. Die ist auch so klein. Richtig, richtig niedlich. Gut, dann würde ich sagen, jagen wir das nächste Mal ein paar Tränchen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.